Hallo, Halli hier und willkommen zurück bei Prison Architect mit unserem glorreichen Übergefängnis. Keine Ahnung, hier gerade die ganz bösen Buben gehen jetzt in ihrer Freizeit hierhin, wo kein Wärter ist und aufpasst. Okay, wir brauchen noch ein paar mehr Mitarbeiter. So, ne? Eins, zwei. So, Geld ist schon wieder alle. Und einer muss auf alle Fälle hier im Gang aufpassen. Ein, zwei. Beide frisch Eingestellten kommen hier in den Gang und passen da auf. Weil, warum auch nicht, ne? So, wo wurde hier jetzt schon wieder randaliert? Wer muss jetzt schon wieder wo in welchen Knast? Ihr müsst auf alle Fälle erstmal schon wieder zum Arzt. Hier, so eine Gefängnisuniform kostet auch wieder 10 Tacken, haben wir nicht. So. 11 Stück hätten wir jetzt noch Platz für. Oh, ein Klassenzimmer haben wir bald. Drei Leute in der Küche arbeiten, könnten wir hinkriegen. Wir können ja erstmal nochmal hier... Stopp. Was ist denn hier los? Hier wird wieder nur randaliert. Warum auch immer. Ah, guck mal, hier ist komplett kaputt. Hier saubere Klamotten liegen auf dem Bett. Aber das Bett ist kaputt. Das Klo ist kaputt und das ganze Teil steht unter Wasser. So stelle ich mir das vor, wie man die unglaublich miesgelaunten Leute behandeln soll. Da liegt ein Bücherregal auf dem Gang, das keiner mehr wegträgt, bestimmt weil sie den Träger umgebracht haben. Also ich traue das denen jedenfalls zu. Was die Sache mit dem Yard angeht, ist das nämlich gerade mal meine Überlegung. Brauchen wir Yard eigentlich noch? Wenn wir Freetime setzen könnten, die können dann ja theoretisch auch in den Yard gehen. Dann sind die aber nicht brutal weggesperrt, sondern können sich ja trotzdem an anderen Orten aufhalten. Zum Beispiel in der Krankenstation. Das ist besonders wichtig, dass die Leute in die Krankenstation können. Da hat jemand eine Gabel mitgenommen. Ach Mensch, Leute, und wer kommt da? Ist der Priester. Nein, Gilmores Vater. Gilmore, dein Vater kommt, da ist ein kaputter Tisch. Ich dachte gerade, Gilmore wird jetzt hier gerade irgendwo hingeschleppt. Nein, Gilmores Vater hat sich hingesetzt, der Tisch wird repariert. Gilmore selber prügelt sich gerade mit dem Polizisten, nein. Ach, da ist Gilmore. Ihr redet mal wieder darüber, dass, naja, Familie, ne, ist schön, macht glücklich. Immer dann, wenn einer brutal zusammengeschlagen wurde, geht die Gefahr auch wieder runter. Ist zu gefährlich, ich will hier nicht arbeiten, um ein Kabel zu verlegen. Naja, gut. Ja, jedem so, wie er möchte. Da unten fehlt schon wieder Strom. 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 Kann ich nicht. Kein Geld für eine Stromleitung. Wir können uns nicht mehr eine Stromleitung leisten. Wir brauchen mehr Knastbrüder. Mehr Knastbrüder. Wenn ich jetzt nur eine Welle von 11 kriege, wäre ich ja noch glücklich. Ich bin mir aber sicher, dass die nächste Welle von Gefangenen unglaublich groß ist. Könnt ihr mal gucken. Ich erlaube jetzt normal Risikogefangene. 8. Oh, cool. Doch nur 8. Wann wurde denn das geändert? Oder habe ich jetzt einfach nur Glück, dass nur 8 kommen? Ist gleich jetzt doch die Begrenzung. Wir können nicht mehr aufnehmen, als wir Zellen haben. So, wo sind denn die ganzen Schultische? Ach, die liegen hier, ne? Ne, Metalldetektor, Schultische. Will keiner wegbringen. Ihr denkt euch lieber, ja, nö, ich mach erstmal Pause. Kein Bock auf den Scheiß. Guck mal, gekocht wird hier auch nicht. Doch, läuft. Muss doch keiner hungern. Ja, ich überlege gerade auch, eigentlich dürfte ich euch ganz bösen Jungs das Arbeiten hier uns überhaupt nicht erlauben. Aber interessanterweise sind ja gerade die mittelschwer bösen Jungs, die hier am meisten Randale schieben und dann erst als schwer eingestuft werden. Muss man ja auch sagen. Haben wir denn jetzt eigentlich einen Lehrer? Können wir einen Lehrer einstellen? Müssen wir einen Lehrer einstellen oder wie läuft sowas? Bringt erstmal ein paar Klassenstühle hier rein.
Und jetzt können wir ja mal gucken. Programme. Kitchen Safety. Erstmal können wir das machen. Und das machen. Und Carpentry. Von mir aus. Aber wahrscheinlich gehören die Carpenter Table gar nicht hier rein. Hier wird nur gesägt und gepresst und das Weiterverarbeiten kommt dann bestimmt in einer anderen Werkstatt. Wäre auf alle Fälle möglich, werden wir dann sehen. Foundation Education Programm. Oh ja, das kostet auch noch Geld. 500 pro Sitzung. Na, dann viel Spaß. Geld haben wir nicht. So, jetzt nochmal gucken. Ich hätte dich gerne connect mit der Kamera. Und die Kamera gerne connect hiermit. Und eigentlich hätte ich dich gerne damit connected und dich dann gerne damit connected. Oh, das machst du beides nicht, weil du einfach keinen Bock hast. Oder gibt es Leitungslängen, die eingehalten werden müssen? Nö, jetzt drehen sich die beiden Kameras ja. Und wenn ich dich jetzt auswähle, jetzt wird das auch angezeigt. Seltsam, seltsam. Egal. Wir haben trotzdem zwei relativ wichtige Sachen noch überwacht gekriegt. Das ist gut so. Ich wüsste gerne immer noch, möchte euch immer noch gerne euch überwachen. Und drei Leute sollen noch in der Küche arbeiten. Und wir haben einen negativen Daily Cashflow. Das finde ich hart. Entweder sind wir jetzt morgen pleite, was ich auch hart finden würde. Also ich auf alle Fälle erstmal so, hier, ich verkaufe dich mal und da ist noch ein bisschen Holz und dann machen wir hier mehr so, dass wenn jetzt das Negative am nächsten Tag kommt, wir wenigstens nicht pleite sind. Ach, das liegt bestimmt an dem Unterricht, der wurde abgebucht oder so, keine Ahnung. Ich möchte Holz verkaufen, ab und zu taucht es hier auf und lässt sich verkaufen, das ist ja gut. So, das noch und oh, da ist es wieder. Verkaufen, durchsuche Zellenblock. Verstehe ich gerade nicht, warum ich bei einem Holzblock auswählen einen durchsuche Zellenblock Nachfrage kriege hier, aber egal. Hält. Ja, dich hätte ich gerne auch so. Auch verkaufen, so. Und mal gucken, wann hier der erste Unterricht startet. Um 12 war das, ne? Ja, mal gucken, was haben wir denn sonst noch an Grants? Grants. Wait for Funds. Unlock Finance. Minus 5 Advanced Payment. Verstehe ich gerade nicht. Zellblock B. Ab zu 50. Ach komm, keine Ahnung. Langzeitinvestitionen und Kurzzeitinvestitionen. 5000 werden abgezogen. Das bringt mir also irgendwas. 4 sind noch versteckt. Na, von mir aus. Egal. In 8 Stunden kommen neue Knastbrüder. Und die Kameras sind nicht angeschlossen. Connect nach da. Und von dir connect nach da. So, das hat die Kamera ja theoretisch dann nachher auch wieder. So und so. Und warum du das so nicht begriffen hast, weil weiß ich auch nicht. So und so. Ich raff das hier manchmal einfach nicht. Warum die sich anschließen lassen und warum nicht. Egal. Die hinteren Reihen werden von der Kamera abgedeckt, die vordere Reihe nachher vom Lehrer. Na ja, gut. Warum nicht, ne? Passt. Oh, du bist lieber draußen, hast keinen Bock mehr reinzugehen und zu arbeiten. Verstehe ich, so wie das hier aussieht und läuft. Aber es hat sich schon ein bisschen beruhigt, hab ich die seltsame Ahnung, glaube ich. Jetzt warten wir erstmal auf die neuen Knastbrüder und dann wird hier erstmal nochmal alles durchsucht. Noch einmal Shakedown, vielleicht nochmal, weiß ich nicht, 5 Leute sind noch möglich einzusetzen. Einer ruht sich aus. Ja, ist ja in Ordnung. Passt doch so. Hat man übrigens noch ein paar, die nebenbei noch arbeiten können. Verhältnis
So gut wie 1 zu 1 derzeit, das ist natürlich hart. Ne? Interessant fände ich es nachher durch große Gefängnisse zu machen, einfach nur unten ganz viele Leute, die einfach nur vor Monitoren sitzen und damit das gesamte Gefängnis überwachen. Und wenn da mal irgendwo was los ist, gibt es eine schnelle Eingreiftruppe, da stehen irgendwo 30 schwer gepanzerte Bullen rum und die brettern dann los. Ja, ein bisschen, weiß ich nicht. Cooler, weil derzeit sind unsere Kollegen natürlich immer in der Gefahr, direkt brutal niedergestochen zu werden. Weil die bekommen ja Waffen her, das ist nicht schön. Mal 6 Leute sind hier weggesperrt von den ganz großen Bösen. Und wir haben 7. Und der liegt dann halt im normalen Zellenblock mit drinne, weil, warum auch nicht, ne? Hab ich dem nicht gesagt? Nein? Was ist das hier? Ah, was kann man denn, erstmal, wo sind welche Gefahren, was man wo wie kriegen kann? Was ist denn in den letzten 24 Stunden passiert und was ist in den letzten, oh Gott, was ist in den letzten 7 Tagen passiert? was sagt... Informant, you have no CIs in record. Ah, man kann Leute, die in einer Solitary-Zelle sitzen, dazu bringen, Informant zu werden. Das ist natürlich cool. Ja, in den letzten 7 Tagen ist wirklich jeglicher Scheiß überall gefunden worden. Was hatten die denn hier in der Küche? In der Küche hatten sie eine Säge. Das ist natürlich... Und die ist halt von da oben irgendwo gekommen und bis dahin, bis sie gefunden wurde. Die Schlagstöcke auch. Das haben sie wirklich durch die ganze Welt getragen. Ne? Also, der ist da mit der reingekommen. Mit der Gabel durch die Küche in Krankenstation. Da wurde er dann wahrscheinlich behandelt. Ging wieder zurück in die Küche. Und ist dann irgendwann hier halt vor dem Metalldetektor aufgefallen. Schere. Rein, ab in die Küche, Leute abstechen. Detected gefunden. Okay. Ja, der war auch schon mit dem, hat er da hinten gestohlen. Ist hier so reingekommen, weil es hier auf Metall ist. Ach, was ihr alles findet. Medizin. Medizin geklaut aus weiß ich nicht wo. Ach, das wurde da reingeworfen. Aha. Aber was man nicht alles lernt, ne? Und du bist der Besitzer. Mhm. Das ist ja schön. Notfälle. Das nächste Mal, wenn hier wieder so eine Großrandale los ist. Notfallalarm. Da wurden schon wieder Pillen gefunden. Mensch. Hast du das gegessen? Oder hast du die runtergespült? Oder was ist los? Er hat eine Überdosis genommen. Musste nachher erstmal in die Krankenstation. Und es waren keine Pillen gefunden, sondern er war einfach krank. Kann ja auch sein, ne? Will man denen jetzt ja auch nicht absprechen. Die können auch ruhig mal krank werden. Wird jetzt hier irgendwie unterrichtet? Leute. Aktiv. Ach, dem wird das in der... Oh, die stehen jetzt in der Küche vor dem Herd und bekommen ihre Einweisung. Das ist natürlich cool. Hat was. Stehen jetzt da und denken, jo, okay, laber mich mal zu, ist ja gut. Oh, hier, ich erkläre euch mal, wie ihr Holz sägt, ne? Passt auf eure Finger auf, ne? Nicht den Kopf reinhalten. Gut, das reicht. Wow, oh, guck mal, in der Küche haben sogar welche bestanden. 3 haben bestanden, dann nicht. Na gut, in der Küche sollen Leute arbeiten. 3 Stück, so. Damit haben wir doch die andere wieder abgeschlossen, ne? Genau. So. Da wird geputzt, da wird geputzt, da wird gearbeitet. Prisoners du vor Release. 5 wollen gehen. Und 8 neue kommen. Ja, das würde theoretisch aufgehen. Ich guck mal, wir nehmen einfach diese nächsten 8 auch noch mit an. Und wenn die erstmal in der Haltezelle sitzen, in der Sammelzelle, ich sag immer Haltezelle, weil es Holding ist.
Erstmal ab in die Sammelzelle mit denen, bis in den Einzelzellen wieder genug Platz ist. Das kriegen wir ja hin. So, du bist jetzt schon wieder high. Mit einer Überdosis. Jetzt aber. Verdammte Scheiße, jetzt wird nochmal alles durchsucht. Wenn der eine jetzt schon zweimal in Folge eine Überdosis hat und dadurch in die Krankenstation muss. Oh, gefunden, 42 Clipboards. Wer hat denn da einen Shop aufgemacht? Hey, Alter, ich verkauf Clipboards. Wer braucht die? Kannst eine Line mitziehen, ne? Na, da, warum nicht, ne? Was war das jetzt? Bench. The Bank. Hä? Verstehe ich nicht. Bank liegt da drunter. Medizin. Ja, guck mal. Wenn ich da auch richtig gucke. Ich war gerade Bench. Hä? Guck mal, ich glaube, wir kriegen das diesmal sogar komplett durchsucht und das relativ schnell. Guck mal, 57, 58. So, Feierabend. Alles durchsucht. Läuft. So, was sagt unsere Stromversorgung? Die sagt, na gut, ab. Du bist, ja, du kommst auch weg. Niemals sind unsere Solitary Cells zu wenig. 5 Stück. Ne, das wird, glaube ich, nicht reichen. Das wird erstmal gearbeitet. Hier oben arbeitet keiner, da haben 3 Leute ihren Abschluss gemacht. Die denken sich auch, ich kann auch ohne Abschluss hier arbeiten, warum nicht? Ach Mensch, Leute. Hauptsache ihr putzt. Und da passt auch keiner auf, was die hier machen. Wir haben auch noch keinen Tunnel oder so gefunden, ne? Haben wir schon mitgekriegt, ob irgendjemand heimlich abgehauen ist? Ja, auch sein. Wir können jetzt den Knast verkaufen für 170.000. Ist noch keiner entkommen in den letzten 24 Stunden. Sell shares. Buy and sell shares. You can sell up to 100 of your prison. It shares to outside investors. Aha. Okay. Für 10%? Ach. Anteile verkaufen. Wir sind eine AG. Die Halliknast GmbH und Co. KG ist jetzt an der Börse notiert. Was überhaupt nicht möglich ist, aber egal. Ja. Ja, putz mal die Duschzellen. Also so nachts ist das ja hier richtig schön ruhig und friedlich. Ja, die Hausmeister kommen endlich mal vernünftig zum Reinmachen. Und sonst ja. Läuft. Ich hätte ihn trotzdem gern in riesengroß. Ich muss hier noch größer werden. Kann man natürlich jetzt mal die Kantine aufbohren. Hier dann auch noch Türen rein. Dann können die sozusagen auch von da große Zellenblocks hier oben anlegen. Einmal komplett durchziehen. Hier riesige Wand einmal hier ruhiger. So, hier. Und dann 50 Knastis mindestens erstmal hier reinpacken. Kriegt eine neue Dusche hier auf dieser Seite. Kantine und Küche hier unten. Ach, das passt schon irgendwie. Und weiß ich nicht. Dann ist vorbei. Großer Zellenblock hier mit 50. Großer Zellenblock da mit 50. Da oben eine kleine Dusche rein für 30. Und dann gucken, wie das hier alles einfach den Bach runtergeht. Den Gang hier in der Mitte könnte man ein bisschen breiter machen. Dann kann man da so Einzelräume reinsetzen. Wie zum Beispiel auch mal eine Krankenstation, die als zentraler hier zwischen den Sachen liegt. Und vielleicht nochmal einen Visitation-Raum und so weiter. Ich mag es ja eigentlich alles so, wenn man jetzt so eine Karte hätte, ne? Groß, zentral, hier wäre der Visitation-Raum und die Krankenstation, Staff-Room und die ganzen Kameras und alles andere. Und dann da Knast, Zellen, 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 Zellen und fertig. Dafür müsste ich aber das wirklich dann verkaufen und neu anfangen. Und dafür gebe ich mir erstmal, würde ich mir das okay von euch sozusagen abholen, das dann so zu machen. Und zum anderen muss dieser hier Knast dann erstmal so noch größer werden. Erstmal Geld scheffeln, um danach neuen Knast anzufangen, ne? Wertsteigerung ist wichtig. Kriegen wir aber auch noch alles hin. Ich bedanke mich jedenfalls erstmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.